Nach dem Erfolg des letzten Freeride-Events in Meersburg baute die Crew diesmal einen phänomenalen Track in Nürnberg auf. Das lockte natürlich die besten und progressivsten Freerider in die Frankenmetropole. Cameron McCall aus den USA, ein weiterer Ami, Wade Simmons, Aaron Chase, ebenfalls aus den Staaten, und Ami Nummer 4, Paul Bassajota, ein Newcomer aus der BMX-Szene, der wirklich überall schon Events gewonnen hat. Einige sind Street-Spezialisten, andere lieben große Sprünge in den Bergen. Aber bei der Vielfalt dieses Kurses kann eigentlich jeder hier gewinnen. Dank sommerlichen Temperaturen mangelte es auch nicht am Publikum. Und die Jungs waren bereit, den Track zu rocken. Cool, dass die Leute so mitgehen. Das ist echt schöne Stimmung. Freue mich. Und ich denke auch viele, die haben es ja noch nicht gesehen. Und so die Reaktion ist echt geil. Ich glaube auch so für die Mountainbike-Industrie und für die Szene, dass die auch sehen, dass das ein geiler Event ist und dass das so die Richtung ist, in die Mountainbike geht. Und das ist echt cool. Kanada vor vielleicht 15.000 und ich dachte, ich möchte Fußballer werden vor so vielen Leuten. Und es ist so laut oben, man hört alles und es ist der Wahnsinn. Also Aaron Chase macht das Rennen und landet auf dem ersten Platz vor Paul Bassajota und Kyle Strait.
unbelievable. I mean, I knew I put down a good run. What can I say? I'm glad that it got me here. I'm pretty surprised because there's a lot of big hitters out here doing some crazy stuff. So, you know, I'll take it. I gave my all, and, you know, Nuremberg's out of control. So I'm psyched to have the win here. Einer der gelungensten Mountainbike-Events, wie wir meinen. Und deshalb auch im Best of Stoke.